Die Bundesliga ist bei Sky und DAZN zu Hause, aber einige Besucher im Sat.1 sind auch für die Saison 2022/23 auf dem Programm. Der erste Tag der Bundesliga-Saison 2022/23 steht noch aus. So können Fans jedes Spiel ihres Lieblingsteams sehen. FC Bayern München ist nicht nur ein Rekord, sondern auch ein unbestrittener Champion der Serie. 32 Mal wurde das München-Team berechtigt, die Meisterschale in jüngerer Zeit 10 Mal in Serien zu erhöhen. Borussia Dortmund hat erneut die größten Ambitionen, das Abonnement für die FCB in der kommenden Saison herauszufordern. Aber der Rest der Liga verspricht auch Spannungen, denn mit Werder Bremen und Schalke 04 gibt es in der Division des ersten Deutschen zwei echte traditionelle Bundesliga-Clubs. Fußballfans sind die ganze Saison da. Kick auf im kostenlosen Fernsehen. Der Titelverteidiger eröffnet die neue Saison am Freitagabend mehrere Jahre lang. In diesem Jahr können die Fans auf einen echten Höhepunkt hoffen, da der sensationelle Gewinner der Europa Eintracht Frankfurt League Bayern FC begrüßt. Held der deutschen Weltmeisterschaft 2014, Mario Götze. Der Newcar von Eintracht sollte alles tun, um eine Parfümmarke mit seinem ehemaligen Arbeitgeber zu hinterlassen. Fußballfans können am Freitagabend ab 20:30 Uhr im Sat. Alle Bundesliga-Spiele, alle Lieferanten. DAZN hält die Rechte von Freitag- und Sonntagsspielen, Sky zeigt alle Spiele am Samstag und die sogenannten englischen Wochen, der HD Spieltage, die nicht am Wochenende stattfinden, sondern am Dienstag und Mittwochs. Sat.1 erhält auch einen kleinen Teil des Kuchens, der neben dem Eröffnungsspiel zwischen Frankfurt und Bayern auch ein Match im 15. und 16. Spiel ausstrahlt. Am Ende der Saison werden die Abstiegsübereinstimmungen der ersten und zweiten Bundesliga ebenfalls in Samstag.1 vorgestellt. Wie üblich zeigt der erste Samstag um 18:30 Uhr in der Sportshow die starken Punkte der Freitag- und Samstagspiele auf ZDF, die Zusammenfassungen des Studio Sports Kurrent sind am Samstagabend ab 23 Uhr zu sehen. Sport.1 zeigt auch die Stärken von Freitag und Samstag am Sonntag. Kostenlose Wochenendclips werden am Montag auf ARD, ZDF und Sport.1 Plattformen erhältlich sein. Was kostet das Vergnügen? Wenn Sie die Option offen halten möchten, um alle Bundesliga-Spiele live zu sehen, benötigen Sie sowohl einen DAZN als auch einen Himmel.